Ja, herzlich willkommen, mein lieber Zuhörer und Zuschauer, zu einem kurzen Kommentarvideo zu einem dreiminütigen Video des YouTube-Kanals Fitradava, den dann doch vielleicht einige kennen sollten aus der islamischen Richtung. Ja, ich möchte kurz das Video kommentieren, geht nur 3 Minuten 40 und wir legen damit einfach mal los. In the name of Jesus, hey, hey, makata rabakata, hamanda aka ata rakate de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi asha da. Rahman rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, dieses Video eine super Lösung für die Missionare, beziehungsweise die Missionare, die abzocken die Christen. Ich habe eine super Lösung für denen gefunden. Ich hoffe, dass sie sich bei mir bedanken. Die meisten Missionare, die zocken die Christen ab, das auf YouTube, dass die verlangen von denen, dass die dieser Patreon, dass die unterstützt den für ihre ehrliche Arbeit. Ich habe eine super Lösung für euch. Super Job. Du kannst in einer Sekunde Milliardär und du brauchst nicht mehr abzocken auf YouTube. In Markus 16, Jesus sagte, wer an ihm glaubt, an Jesus glaubt und ihr gebt euch als Gläubige, das ist stark, seht immer eure Augen strahlt, wenn ihr redet über Jesus, aber ich weiß, dein Herz ist nichts, wie die Jünger von Jesus, a.s.w. haben ihn gelassen und weggelaufen, wo er denen gebraucht hat. Also, Jesus sagte, wer an mich glaubt, er wird Dämonen austreiben, er wird Gift trinken, ihm nichts passieren und er wird viele Sprachen sprechen und er wird die Krankheit. Ich habe eine super Idee für euch, die Missionare, die abzocken und die Christen. Warum geht ihr nicht ins Spital und sagt, schauen, wir sind wahre Christen, beziehungsweise wir der Einzige, der geht, ich bin ein wahrer Christ, ich glaube an Jesus und ich heile eure Kranke her und alle Kinder, die krank sind, alle heilen. Was glaubst du, wenn du das machst, wie viel du wirst belohnt? Die werden dieses Jahr belohnen. Du wirst dann, zack, Milliardär auf eine Sekunde, weil du wirst dann sparen so viel Geld, oder? Aber falls dass du das nicht machst, bedeutet, dass du bist kein wahrer Christ. Warum? Weil Jesus sagte, wer an ihm glaubt und wahrer Christ, werde das machen. Und nicht diese Show im Fernseher, diese Lüge. In the name of Jesus, hey, hey, makata rabakata, hamanda aka ata rakate de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi asha da. Das ist alles eher geplant, wie eure Fake News, wie eure Ex-Muslim, Fake Ex-Muslim. Alles ist geplant, alles vorbereitet. Und es ist schon im Fernsehen bloßgestellt 1000 Mal. Also, wenn du, Missionar, brav beim Attackieren Islam, zeig dann die Menschen, dass du Menschen kannst du heilen. Da gibt es ja jetzt diese Virus und alles. Geh, heile die Leute. Und wenn ihr das nicht machen könnt, dann wisst, dass eure Religion ist eine Märchen. Ja, und um dieses Thema geht es uns. Der Hamdi als Islamvertreter geht hier auf diese Thematik ein, in Bezug auf, müssten denn nicht die Christen generell das, was im Markus-Evangelium Kapitel 16 steht, eigentlich machen oder muss es nicht zu sehen sein bei Christen, dass sie Dämonen austreiben, Kranke heilen, in anderen Sprachen reden. Und wenn das ein Christ nicht macht, dann ist die Bibel letztendlich ein Märchenbuch. Letztendlich ist es so, dass natürlich Hamdi wahrscheinlich den Kontext der Bibel nicht gut kennt. Er mag sie zwar gelesen haben oder er blendet es absichtlich aus, um halt Muslime zu verblenden, indem er ihnen nicht die Wahrheit sagt über das, was in der Bibel steht, weil das macht man natürlich nicht, wenn man den Islam propagieren möchte. Ja, und auf diese Verse wollen wir hier kurz eingehen. Also ist es so, dass jeder Christ da draußen, der an den Inhalt der Bibel glaubt, der an Jesus glaubt, dass der Kranke heilen muss und Dämonen austreiben muss, macht er es nicht, ist die Bibel ein Märchenbuch. Und wir schauen uns doch mal an, wie die Jünger Jesu zum Beispiel das Ganze gehandhabt haben. Da sehen wir, dass letztendlich ein paar Bedingungen daran geknüpft sind in diesem Bezug, was Jesus sagt, in Bezug, das sind die Zeichen, die begleiten werden, die ja an mich glauben, an Jesus glauben. Und da haben wir das mit dem Dämonenaustreiben ja auch erwähnt oder mit Kranke heilen.
Und hier lesen wir eine Situation von Jesus und seinen Jüngern in Matthäus 17, 20. Ja, da sind die Jünger auch rausgegangen, um Dämonen auszutreiben. Und wir lesen dort, und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr aus ihm, und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da geht es hier um einen Besessenen, den Jesus geheilt hat, wo vorher die Jünger nicht diesen Dämon austreiben konnten. Und jetzt treten die Jünger zu Jesus heran, also die an Jesus glauben, und fragten ihn. Also da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jetzt könnt ihr haben die gleiche Frage stellen an Amir Arapur, also als Beispiel, ein Ex-Muslim, ja, und fragt ihn die gleiche Frage, ne? Warum konntest du nicht Dämonen austreiben? Ne? Weil ich denke mal, Amir Arapur hat jetzt wahrscheinlich selber noch nie aktiv Dämonen ausgetrieben, aber Hamdi könnte ihn damit ja konfrontieren und sagen, hey, du müsstest das doch tun können, ne? Steht doch in der Bibel drin. Und hier sehen wir die Antwort erstmal von Jesus. Er sagt, Jesus aber sprach zu ihm, um eures Unglaubens willen konntet ihr das nicht tun. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg von hier, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Ja, also in diesem Kontext betrachtet, wenn man das jetzt auf Hamdi und zum Beispiel Amir Arapur, der Ex-Muslim, legen würde, wäre Amir Arapurs Antwort unter anderem, Amir aber sprach zu Hamdi, um meines Unglaubens willen, ja, konnte ich das nicht. Ja, also in diesem Kontext sehen wir, dass ob ein Christ Dämonen austreibt oder nicht austreibt, erklärt nicht, ob die Bibel ein Märchenbuch ist, sondern der Gläubige an Jesus selbst muss seinen Glauben unter Beweis stellen, ob er denn dazu fähig ist. Ist er es nicht? Ist es nicht so, dass Jesus sagt, du bist kein gläubiger Mensch und du folgst mir nicht nach? Nur weil jemand nicht Dämonen austreibt, weil er unter anderem den Glauben daran nicht besitzt, den Glauben aufbringen kann in der Weise, sondern einen Zweifel einfach hat. Er zweifelt daran und sagt, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ich glaube zwar an Jesus, aber mein Glaube ist dafür zu schwach oder meine Erkenntnis fehlt darüber. Ja, und das ist letztendlich das, was die Bibel hier bei diesem Thema vorbringt. Ja, wir können auch nur ein anderes Beispiel heranziehen. Ich habe darüber in anderen Predigten schon geredet, inwieweit denn Wunder und Zeichen denn auch, sagen wir mal, passieren, unter welchen Grundbedingungen die auch geknüpft sein können. Wir lesen zum Beispiel über Jesus, der war auch in einer Stadt. Und da hatten halt viele nicht so wirklich an ihn geglaubt. Ja, und jetzt ist die Frage, Jesus konnte doch Wunder tun, hat auch Dämonen ausgetrieben und Menschen geheilt. Und was sagt er hier in Matthäus 13, Vers 58? Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Ja, also die Menschen fort glaubten nicht das, was er sagt, das, was er kann, ja, und ließen sich denn da auch nicht heilen, ja, oder von sich die Dämonen austreiben oder von denen, die sie kannten, die wohl besessen waren, weil sie nicht glaubten, ja. Und Jesus sagte ja, wenn ihr den Glauben nicht mitbringt daran, dass diese Dinge funktionieren können, kann auch schon ein Hindernis daran liegen, dass diese Dinge gar nicht vorzufinden sind, zu sehen selber sind. Dann hat er hier auch noch Videos eingeblendet einer Frau, die dort angeblich in Sprachen redet. Darauf bezog er sich wahrscheinlich, weil ja Markus 16 steht. Und die an mich glauben, werden in neuen Sprachen reden. Da kann man natürlich kritisch sich fragen, ist das das, was die Frau da eigentlich macht im Fernsehen? Dass die Sprachenrede, die Bibel generell meint. Ja, und da gibt es ja große Kritik im Christentum, berechtigt, wo man sagt, das ist doch nicht die Sprachenrede. Das ist nur etwas, ja, was versucht es darzustellen, was wohl die Sprachenrede sein soll. Ja. Und wenn man das schon allein als Christ kritisiert, kann man ja natürlich auch sagen, ja gut, dann ist das halt nicht die Sprachenrede. Aber wir wollen jetzt nicht bei der Sprachenrede bleiben, sondern er bezieht sich auch auf Heilung und Dämonenaustreibung. Und da haben wir auch noch ein Part in der Bibel, im Neuen Testament, in Bezug auf das Thema Heilung. Ja, da spricht Jesus an, also generell einen Christen, der vorbereitet ist, mit alles bekommen hat, was ein Christ so braucht, wenn er es denn bekommen kann, ist auch nochmal ein Thema für sich, spricht hier generell die Wirkung an eines Christen. Das heißt, der Geist, der in einem Christen ist, befähigt den Menschen dazu, dies zu tun. Ja, und hier lesen wir was von jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und es wird aufgezählt, der eine bekommt ein Wort der Weisheit, Erkenntnis
Und hier sehen wir auch im Vers 9 einen anderen Glauben in demselben Geist. Ne? Also Glauben, das Glaubensmaß beschreibt die Bibel nicht. Jeder hat den Glauben wie ein Senfkorn zu meinen, er kann zu einem Berg sprechen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Wasser. Dass das generell ein, ich sag mal, ein Problem schon darstellt, dass Menschen schon Zweifel daran haben, dass sie das überhaupt könnten. Und da fehlt es ihnen wohl an Glauben, ja, diese Dinge tun zu können. Jesus würde sagen, ja, wegen eures Unglaubens könnt ihr keine Berge versetzen. Ja, richtig, ja. Und so heißt es hier, einem anderen Gnadengaben der Heilungen, also Christen, die heilen können, ja, durch den Geist Gottes, wenn sie dann dazu befähigt sind, so nenne ich das mal, ja, oder Wunderkräfte zu tun und so weiter, das wird ja hier alles aufgezählt, auch das Reden von Sprachen, ja, und weiter unter dem Kapitel von Kapitel 12 lesen wir aber auch die Aussage über das Christentum, ja, die haben die letztendlich auch kennt, diese Bibelverse, er blendet die aber mit Absicht aus. Und so heißt es hier, Gott hat in die Gemeinde etliche eingesetzt als Apostel, Propheten, Lehrer, dann auch Wunderkräfte sind in der Gemeinde, im Christentum, Gnadengaben der Heilungen, ja, verschiedene Sprachen. So, und er stellt aber hier der Autor die Frage, sind denn etwa alle Apostel, also alle Christen, oder sind alle Christen Propheten, oder haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, ja, also er beschreibt es hier, dass halt nicht jeder Christ heilen kann, nicht jeder Christ in Sprachen sprechen kann, in verschiedenen oder Wunderkräfte hat und so weiter. Also daher der Maßstab anzulegen, dass Christen nur deutlich nach außen zu erkennen sind, dass sie Christen sind, also dass das, der wahre Glaube ist, wenn alle Dämonen austreiben können, alle heilen können, alle Berge versetzen können und alle über Wasser gehen können und so weiter, dann ist das nicht der Maßstab, den die Bibel festsetzt, sondern das Wort Gottes legt fest die Aussage, dass wenn jemand diesen Glauben mitbringt, so großen Glauben zu haben, dann kann er diese Dinge tun. Aber es ist keine Erwartungshaltung, um ein gläubiger Christ zu sein, diese Dinge tun zu können und den Glauben dafür mitzubringen. Ja, das ist hier nicht gegeben. Und daher sind die Argumente zu sagen, ja, er sieht die ganzen Christen halt nicht in die Krankenhäuser gehen und die Kranken zu heilen, dann hat das unter anderem zu tun mit Unglauben des Christen über diese Dinge. Er glaubt an Jesus, aber hat einen Unglauben, diese Dinge tun zu können. Dann haben wir die Lehren im Christentum, dass Christen gelehrt wird, diese Dinge gibt es alle gar nicht mehr. Dementsprechend wird der Glaube natürlich dadurch dann auch runtergedrückt in der Sache, weil wenn man erstmal gelehrt bekommt, das gibt es alles nicht mehr und man selber auch den Glauben schon gar nicht an so eine Dinge mitbringt, wie groß kann denn halt ein Wunder geschehen, wenn das nicht mehr allein vorherrscht? Da sind noch andere Grundbedingungen geknüpft, ja, an diesen Thematiken, dass generell Jesus im Markus 16 zwar sagt, ja, diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Aber, ja, Glauben in welchem Maß und in welcher Weise haben sie das Urchristentum ausgelebt? Gemeinde, Pastoren, Handauflegung und so weiter, ne? Also kann ich ja jetzt auch noch mit einbringen, ja, wenn, haben die das halt Thema hier anspricht, ja, dass es ja auch hier heißt zum Beispiel, in 1. Timotheus 4,14, vernachlässige nicht die Gnadengabe, in die verliehen wurde durch Weissagung und unter Handauflegung der Ältestenschaft. Ja, es ist auch heute nicht so, dass jeder Christ von einem Pastor oder von mehreren Pastoren die Hände aufgelegt bekommt, damit sie gewisse Gaben wie die Gaben der Heilung empfangen erstmal. Auch ein Thema, wo haben die sich nicht drin auskennt. Er kennt halt nur diesen, also er redet nur über diesen einen Bibelvers in Markus 16, aber selber redet er nicht über die anderen Bibelverse, die dieses Thema auch näher erläutern und beschreiben und klar aufzeigen dem Bibelleser und dem Christen, der die Bibel gut kennt, dass nicht automatisch jeder da draußen, der in die Welt sich befindet und an Jesus glaubt, jetzt anfangen kann, Menschen zu heilen. Sondern dass alles im Kontext der Bibel betracht gezogen werden muss, um überhaupt in diesen Dingen wandeln zu können, in diesen Heilungen zum Beispiel. Ja, und daher lasst euch nicht verführen von Hamdi, der hier mit, ja, letztendlich macht er wahrscheinlich nichts anderes, als den Versuch zu unternehmen, seine eigenen Leuten, die Moslems, wegzubringen von der Bibel, die Bibel nicht im Kontext zu betrachten, sondern wir nehmen irgendwie ein, zwei Bibelverse aus dem Neuen Testament, reden darüber schlecht, vergleichen das mit dem Christentum, betrachten es nicht im Kontext der ganzen Bibel, des ganzen Neuen Testamentes und er hat die Hoffnung, dass Muslime sich nicht
mit der Bibel auseinandersetzen, nicht Christen Fragen über diese Dinge stellen, sondern immer hoffen, naja, der Moslem, der hier scheinbar ja die Bibel ja schon gelesen hat, der Hamdi, der muss es ja wissen, also fragt immer Hamdi, wenn ihr eine Frage habt über die Bibel, dann wird er euch genau das, wie in diesem Video präsentieren, eine halbe Antwort, eine Lüge, Kontext nicht bezogen zu dem, was der Rest der Bibel sagt und dass alle fleißig weiter Koran lesen, nur der glauben, dass der Islam die Wahrheit ist und nicht sich kritisch mit dem Glauben auseinandersetzen und mal die Bibel in die Hand nehmen oder einen Christen mal dazu befragen, der sich auskennt. Und so kehren zurück zu Allah und kehren zurück zu der Botschaft Jesus a.s. ist genau ist Islam seine Botschaft. Das ist alles. Und wann ihr das machen, aber ich weiß, dass keiner das macht, weil das ist nicht wahr. Ja, ne, das ist ein super Argument. Ne? Also einerseits Islampropaganda, zu sagen, Islam ist die Wahrheit und versucht anhand Bibeltexten zu beweisen, dass ja der Islam die Wahrheit ist, weil er keinen Christen kennt, der Dämonen austreibt, persönlich. Und eigentlich müssen es ja alle können oder müssen machen, sonst sind es ja keine Christen. Das ist aber, wie gesagt, nicht der Maßstab, den die Bibel anlegt in dieser Sache selbst. Also wenn er sagt, das stimmt alles gar nicht, dann liegt das an seinem eigenen Glauben. Ja, haben die seinen Glauben? Er glaubt nicht, dass die Bibel wahr ist. Er glaubt nicht, dass, wenn Jesus sagt, seine Jünger können das. Also selbst mal angenommen, Hamdi würde eines Tages Christ werden, heißt es noch lange nicht, dass er den Glauben mitbringt, der nötig ist, dass er den Glauben hat, ohne Zweifel Berge versetzen zu können, wie Jesus es selber sagt, oder auch Dämonen auszutreiben oder Kranke zu heilen. Ja? Und ich würde nicht sagen, tja, Hamdi, du hast noch keine Dämonen ausgetrieben, du hast keine Menschen geheilt, du hast auch noch nicht in fremden Sprachen gesprochen und daher, ja, da bist du nicht gläubig, egal ob du an Jesus glaubst. Ne? Und das würde kein Christ zu Hamdi sagen, wenn er Christ wäre, aber er glaubt, dass das der Maßstab im Christentum wäre. Ja. Kann ich nur zurückgeben an den Hamdi, gründlicher die Bibel zu lesen, jedes Thema im Kontext zu betrachten der anderen Bücher, aber jemand, der nur Islampropaganda betreiben möchte, um das Neue Testament schlecht zu reden, nicht kontextbezogen auf Bibelverse eingeht. Ich erwarte eigentlich von einem Moslem, der die Bibel nicht gelesen hat, sich mit der Bibel nicht auseinandergesetzt hat, da würde ich sagen, ich würde gar nicht so ein Kommentarvideo über so ein Thema machen. Aber jemand, der meint, er kennt die Bibel besser als so mancher Christ, was sein kann, da kann ich nur unterstellen, dass das Absicht ist, nicht auf die anderen Inhalte des Neuen Testamentes einzugehen, wo diese Thematiken behandelt werden, die klar aufklären, warum es auch normal ist, dass jemand, der an Jesus glaubt, keine Dämonen austreibt, ja, weil er halt den Glauben an diese Sachen nicht möglicherweise mitbringt, wie wir gelesen haben in der einen Stelle mit Jesus und seinen Jüngern, wo die Jünger ihm auch gefragt haben, du, warum konnten wir denn die Dämonen nicht austreiben? Und er klar sagte, um eures Unglaubens willen. Ja, dennoch hat er die aber nicht verstoßen, weil sie nicht gläubig genug waren, jeden Dämon auszutreiben. Ja, das soll es gewesen sein. Also, liebe Muslime da draußen, lasst euch nicht täuschen von Hamdi und Muslimen, die meinen, sie wissen, wie die Bibel zu verstehen ist und letztendlich auch absichtlich nur Propaganda für ihren Glauben machen, damit ihr euch nicht mehr mit der Bibel, dem Neuen Testament, auseinandersetzt. Also, macht es, lest die Bibel im Kontext, schaut euch jedes Thema im Kontext an, fragt Leute im Christentum, die sich mit der Bibel auskennen, unter anderem auch meine Person. Wenn ihr Fragen habt zu solchen Dingen wie Markus Kapitel 16, Dämonen austreiben, heilen, Gift trinken, Schlangen aufheben, Sprachen reden, da kann ich euch da weiterhelfen. Lasst euch nicht helfen von Leuten, die die Bibel eh nicht ernst nehmen und sie auch euch gar nicht ehrlich erklären, ehrlich lehren, was da wirklich drin steht, weil das haben die nämlich nicht vor. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.